Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Beim letzten Mal gab es am Ende ja diesen kleinen Bug nach 10 Minuten. Also ganz komisch hat Farmers Dynasty ab und zu mal. Ich habe ja von vielen von euch schon gehört, dass das, also schon öfter mal gehört, dass das bei einigen wohl ab und an mal vorkommt, dass das quasi sich aufhängt. Bei mir, toi toi toi, sehr sehr selten. Aber wenn, dann gerade zum ungünstigsten Moment. Und der ungünstigste Moment war tatsächlich der Moment des mitten in der Aufnahme. Gut, passiert, ne? Ist so, ich nehme das dem Spiel nicht übel. Ne, ich habe jetzt auch gerade deswegen, das Feld ist jetzt abgeerntet, wobei ich der Meinung bin, schreibt es gerne mal in die Kommentare, aber da sind jetzt 7770 Liter runtergekommen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine, der Bestand auf dem alten Feld, also vorher, war anders, war ein bisschen weniger. Ich bin nicht 100% sicher, deswegen schreibt es mal gerne in die Kommentare, wer das noch im Kopf hat. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt, doch, guckt den Part von gestern, nein, ihr müsst nicht unbedingt nochmal zurück. Um Gottes Willen, nein, nein. So, ich werde jetzt den Drescher zurückbringen. Das, wo es ja beim letzten Mal abgestorben ist. Ich hoffe, was passiert diesmal nicht. Und dann werden wir verkaufen und dann werden wir gucken, wie viel wir raus haben. Du siehst das auch, hier ist nichts geändert worden. Ich könnte was essen. So. Ich habe nichts am Spielstand geändert oder sonst irgendwas. Ich habe halt einfach, er hat ja nicht gespeichert gehabt. Dementsprechend durfte ich quasi an dem Punkt, wo wir gestern angefangen haben, nochmal anfangen. Das habe ich jetzt eben kurz nachgeholt. Dass das halt auf dem neuesten Stand ist. Logisch. Passiert. Mein Gott. Da werde ich dem Spiel für keinen Vorwurf machen. Lass ich den Drescher vielleicht hier einfach draußen stehen? Ich lasse ihn mal zusammengebaut auf dem Hof stehen. Schneidwerkswagen ist immer noch ein Thema, ne? Ich lasse ihn draußen stehen, weil wir müssen ja noch die Lupine und den Raps ernten. Sobald das erntereif ist. So. Das Thema bezüglich, warum sieht dein Flug so aus, wie er aussieht, das ist ja immer noch das mit der Farbänderung, was ich euch gesagt habe. Sobald ich den wieder anhänge, ist die Farbe wieder vernünftig. Nee, komm hier. Da died me late, aber. Hallo? Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist mir bei der Maschine doch ein bisschen zu schade, die draußen stehen zu lassen. Es ist zwar Herbstende und es soll eigentlich nicht regnen, aber... Nee. Ich würde sie auch gern putzen, aber das mit der Hoftankstelle, mit dem Putzen funktioniert ja nicht. Also, funktioniert schon, aber der Drescher ist zu groß. Der kommt da nicht rein. So. Sperr dich doch einfach selbst ein. Ja, habe ich gerade schon gemacht. Danke. Ist eigentlich noch irgendwas... War noch irgendwas reif? Nee. Nee. Okay. Dann mal hier hin. Und dann müssten wir... Ja, wir stehen ja eigentlich perfekt. Wir müssen mal kurz drehen. So. Der Weg hier ist mir auch ein bisschen zugewuchert. Den könnten wir theoretisch mal, warte mal. Wenn wir hier beigehen mit dem Ding. Wieso hat er die jetzt da unten? Das ist auch neu, dass er die jetzt da unten hat. Die war doch sonst immer so ein bisschen im Bild, ne? So, gehen wir mal hier durch. So. Wollen wir mal die Einfahrt hier sieht, wo wir hier rein müssen. So, hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Und hier noch ein Lütten. So, das Ganze mal hier ein bisschen weg. So. Hier hoch. Ah, hier nochmal. Sieht aber jetzt deutlich angenehmer aus mit der Sense. Finde ich. Also.
Jedem ist es seine. Ich finde, es ist okay. So. Sieht man die Einfahrt auch mal wieder. Ah, ein bisschen zugewuchert, ne? Wie sieht der Weg weiter aus? Ja, der Weg weiter ist gut. So. Was ich in dem Spiel immer noch auch gut finde, ist, dass der Typ hier seine Hand am Steuer hat. Ne, wenn man drin sitzt, dass man quasi aus seiner Sicht das auch sieht und dass man auch seinen Kopf nicht ganz drehen kann. Das ist eine Sache, die wünsche ich mir im LS19. Hätte was. Wenn man die Hand vom Farmer sieht und, also da wo die sind, und dass man sich halt auch nicht komplett drehen kann. Wäre schon cool. Kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, wie deine Meinung dazu ist, aber ich fänd's cool. So. So, gucken, Stunde der Wahrheit. Ich gucke mal extra nicht, wie viel da immer noch drin ist, sondern ich harre der Dinge, die da kommen, was den Verkaufspreis angeht. Ich rechne so mit um die 30.000. Vielleicht knapp drüber, das wäre ein Träumchen. Knapp drunter. Na gut. Das heißt also, wir haben knappe... Hatten wir 42.000 oder 40.000? 42, ne? Ich hoffe, wir hatten 42. Dann haben wir knappe 12.000 Euro jetzt weniger als vorher. Dafür haben wir aber zwei große Felder mehr. Zwei große Schläge. Das passt, also es gleicht sich aus. So, dann machen wir hier wieder runter. Und dann fahren wir mal zum Hof zurück. Und dann habe ich ja gesagt, dann legen wir uns mal schlafen. Wir schlafen mal eine Woche. Also, take a long rest. Ist das Rest? Werden wir gleich sehen. Weil dann ist, ne, wir müssen zwar eigentlich jetzt noch fliegen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt keine Lust, das Fliegen anzufangen. Und wir haben eh Jahresende. Können wir auch im Frühjahr fliegen. Also quasi, wenn das neue Jahr angefangen hat. Das neue Ingame-Jahr. Apropos, Moment mal, da war doch noch... Das teste ich noch aus, bevor wir schlafen. Sollte sich doch noch etwas an der Performance geändert haben. Ich möchte mal gucken, ob der Rauch hinter dem hier immer noch so komisch tänzelt. Weißt du noch? Der hat sich doch immer so gekippt. So ganz komisch hinter dem Kleinen. Und da ja ein bisschen an der Performance der Traktoren gearbeitet wurde, täte mich das mal interessieren. Stopp. Der geht eiskalt weiter, ne? Da kennt er nichts. Verrückte Leute. Hier in... Wo auch immer hier ist. Hab ich schon mal ein Ortsschild gesehen? Gibt es in dem Spiel ein Ortsschild? Ja, es gibt Bezirke, das ist klar. So wie Homestead, glaube ich, da wo mein Haus steht, ne? Aber so richtige, richtig, dass der Ort einen Namen hat? Wäre man noch, wenn man noch eine Maßnahme, da mal nachzugucken. Wenn ihr es wisst, ihr wisst wohin. Ne? Sehr gerne. So. Dann lass uns den mal kurz da reinmümmeln. So. Fällt mir ein, wenn wir den Rauch schon haben, dann können wir theoretisch auch gleich das eine Feld eben noch düngen, ne? Weil, ist doch nicht gedüngt, oder? Haben wir das gedüngt? Nö, nur gepflügt. Tja, dann können wir da doch, dann hauen wir da doch nochmal locker flockig den Dünger drauf. Tja, dann haben wir auch... Wenigstens ein Grund, dass wir den Rauch dran haben. Das ist eine gute Idee. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast, ne? Also, das hätte ja sonst, wäre das ja komisch ausgegangen, ne? So. Gucken, wenn wir jetzt rausfahren. Ne, der hebt immer noch das Beinchen. Da frage ich mich tatsächlich, ob das an dem Rauch liegt oder ob das an dem... Ob das an dem kleinen Lindner liegt oder ob das an dem Rauch liegt. Da frage ich mich ja... Frage ich mich ja schon, ne? Wird sich klären, wenn wir irgendwann mal den anderen Traktor haben. Und ja, ihr habt recht. Das macht durchaus Sinn,
Ups. Das macht durchaus Sinn, den kleinen Lindner zu behalten in Bezug auf die Helfer. Habt ihr vollkommen recht mit. Bin ich auch eurer Meinung, bin ich bei euch. Sehe ich genauso. Ne, aber wenn wir jetzt den kleinen Lindner verkaufen und kaufen uns dafür den größeren, dann haben wir den größeren Traktor, ja, das ist richtig. Hast du gut erkannt. Das Problem an der Sache ist dann aber, wenn der Helfer kommt, müssen wir den kleinen Traktor sowieso wieder kaufen. Natürlich, für die aktuellen Arbeiten wäre wahrscheinlich der größere vom Vorteil als der kleine. Aber so haben wir halt wenigstens was, worauf wir das nächste Jahr hinarbeiten können mit der nächsten Ernte. Und mit den nächsten Missionen vielleicht, ne? Gerade in Bezug auf die Grubber-Mission. Macht das ja durchaus Sinn. So, fahren wir hier. So. Hat er jetzt da die Ecke nicht... Wieso hat er jetzt die Ecke da nicht mitgenommen? Die haben ein bisschen was an den Feldgrenzen geändert, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Aber wenn du beflügst auch, sobald du an der Feldgrenze angekommen bist beim Flügen, schwenkt der quasi um und flügt dann nicht mehr weiter. Sobald die Spitze drüber ist, hört er quasi auf zu flügen. Und da merkst du natürlich sofort, dass der auch bei anderen Arbeiten, so wie jetzt hier das Düngestreuen, dass er dann auch aufhört. So, das passt, das sieht gut aus. Jetzt ziehen wir mal gerade. So. Dann können wir nämlich das Feld auf jeden Fall noch aussehen. Dann haben wir es Anfang des Jahres auch. Aha. Ja, doch, relativ Anfang des Jahres. Dann können wir nämlich hier noch grubbern. Auch genug drin. Ja, wir haben hier durchs Pflügen vielleicht noch den ein oder anderen Versatz im Boden. Fällt fast gar nicht auf. Ein bisschen was ist auch noch der Boden-Performance zu verschulden. Hup. Wieso auch immer der jetzt auf die Innenansicht gewechselt hat. Und den Anhänger abgekoppelt hat. Ich habe Q gedrückt und er hat auf die Innenansicht gewechselt und den Anhänger abgekoppelt. Okay, nice. Eigentlich wäre es nur Anhänger abkoppeln. Aber gut. Passiert. So. Jetzt noch einmal rauf und wieder runter. Ah, könnte reichen. So. Zack. Nee, reicht nicht ganz. Gut. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Egal. So. Und dann werde ich trotzdem... Also ich werde das Feld jetzt noch grubbern. Und dann werde ich eine Woche überspringen. Sodass wir... quasi schon mal ernten können, aber das Feld hier schon vorbereitet ist für die Aussaat. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. Und die anderen Felder werden wir vielleicht so vorbereiten, dass wir dann mit dem Zunhammer auf jeden Fall die Gülle ausbringen können. So. Das dürfte... Wie weit sind wir jetzt? Ich will jetzt nicht unbedingt aufs Feld fahren. Fahren wir mal ein bisschen an den Rand. Dünger 100%. Perfekt. Besser geht's nicht. Und die Sonne geht auch gerade unter. Haben wir schon so spät in Game? 18:30. Perfektes Timing, um zum Hof zurückzufahren, im Sonnenuntergang und Feierabend einzuleiten, würde ich mal sagen. Ist noch nicht ganz so weit, aber gleich. So. Pala. Zack. Na, nicht aufs Lupinefeld, das brauchen wir noch. Das ist doch auch komplett gedüngt, oder? Ja. Das ist 191% gedüngt. So, den mal hier kurz wieder reinstellen. Hä, wieso springt der denn jetzt bei Kuh neuerdings auf die Innenansicht? Das hat überhaupt keinen Sinn. Den parken wir mal hier. Hab ich da was in die Steuerung verstellt? Nee, kann eigentlich nicht. Oder? Hab ich da was... Nee. Mach ich ein bisschen stutzig. So, liebe Lüt, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen.
je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sag bis zum nächsten Mal.